Willkommen auf dem Kanal HP Wilkenfeld. Ich bin gerade bei dem Video in den 90er Jahren, 93 oder 95, auf dem Segelflugplatz Übersberg und fotografiere Filme mit Hai 8, Starts und Landungen. Und jetzt versuche ich daraus ein YouTube-Video zu machen. Das erste Video musste ich verwerfen, weil ich Moiré hatte. Aber wenn man die Entfernung zum Fernseher manuell einstellt, gibt es kein Moiré. Einmotoriges Segelflugzeug. Motorsegler, würde ich sagen. Reines Segelflugzeug mit zwei Kabinen hintereinander. Die Motorsegler sitzen die nebeneinander, wie im Motorflugzeug. Üblich. Pilot und Co-Pilot. So, der ist elastisch. Kohlenfaser. Dicht über den Wald kam der rein. Jetzt ist der Bodeneffekt da. Da schwimmt er sozusagen aus einem offenen Luftkissen. Der hat seine Flügelspitzen verlängert, um mehr Auftrieb zu haben. Das ist der Motorsegler von vorhin. Die zwei Maschinen, die Seilbinden, da hinten im Hintergrund, die können nacheinander jeweils eine Maschine hochziehen. Das ist die Landesfestung Hohenneuffen. Da ist unten die Eingangsstraße. Wenn die sich durch das Tor vorgekämpft haben, sind sie noch lange nicht in der Festung, denn da wartet noch eine Überraschung hinter der nächsten Kurve. Eine einziehbare Brücke. Da kommt keiner durch. Motocross-Gelände außerhalb Reutlingen, bei der damaligen pädagogischen Hochschule. Jetzt heißt es die Reutlinger Universität. Das ist ein Training. Man sieht deutlich Anfänger und Fortgeschrittene. Der muss sich noch an den Sturz in die Tiefe gewöhnen, der auch. Nee, das ist der Crack, der 20 bis 30 Meter weit springt. Der ist zu langsam, so weit durch die Luft zu fliegen. Einige sind bis fast in die Ebene hinuntergesprungen. Das ist dann gefährlich, dann hat er das ganze Gewicht auf der Federung, das ganze Aufprallgewicht. Wenn er zu weit springt, zu weit durch die Luft fliegt. Der Sprunghügel, da gibt es auch Leute, die kaum springen, die kommen oben wieder auf. Er kommt oben wieder auf und andere springen völlig drüber. Ja, kommt auch oben auf. Der fliegt schon weiter. Aus Sicht des Fahrers fliegt er auf den Baum zu, der hinter dem Sprunghügel steht. Also die Bildqualität ist ohne Moiré natürlich besser. Aber mir ist Gott sei Dank die Lösung eingefallen, Entfernung einstellen, manuell. Hinten.
Also ich zeige diese Videoclips als Beispiel, wie man ein altes VHS-Band, alte Aufnahmen, die ursprünglich in HI8 aufgenommen wurden, einigermaßen zufriedenstellend kopieren kann ins Computerformat. Man muss den Fernseher abfilmen, anders geht's nicht. Es sei denn, man lässt die ganzen Videos digitalisieren und schneidet dann die einzelnen Abschnitte aus dem digitalisierten Film heraus. Dann hätte man geringfügig bessere Qualität. Es ist ein 80 cm Fernseher digital. Der hat sowieso ein besseres Bild als die Röhrenfernseher, die ich noch bis in die 90er Jahren und im ersten Jahrzehnt hatte. Der ist weit geflogen. Rote Jacke, roter Overall. Toll. Der vierte. Alle vier sind weit gesprungen. Gegenlichtaufnahmen. Toll. Im Hintergrund die Achheim, rechts hinten.